Moin, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen. Ja, heute schauen wir uns die Magazintasche für das leichte Maschinengewehr Lahti Salorantha M26 an. Dieses Maschinengewehr wurde von der finnischen Armee, wie das M26 schon andeuten lässt, 1924-25 entwickelt und irgendwann ab 1928-29 in die finnische Armee eingeführt. Ja, und dazu gab es eine Magazintasche und das ist ganz interessant. Die Tasche hat einen abnehmbaren Schultergurt. Bei diesem Exemplar fehlt es leider. Riemen um die Tasche und Karabinerhaken. Die Tasche wurde für das Tragen und Transportieren von Magazinen für die leichte Maschinengewehr Lahti Salorantha M26 eingeführt. In den 30er Jahren und noch während des Winterkrieges sollte die leichte Maschinengewehrmannschaft bestehend aus 7 Soldaten für ihre Lahti Salorantha satte 90 Magazine A20 Patronen tragen, von denen 80 Magazine in 8 dieser Magazintaschen transportiert wurden. Maschinengewehrschütze und sein Assistent sollten 10 Magazine in 2 Magazinbeuteln, Ersatzteilen und Werkzeuge tragen, während 4 andere Soldaten der Truppe die restlichen 80 Magazine in 8 Magazintaschen trugen. Dieses wurde so umgesetzt, dass es im Gefecht einfach zu langwierig gewesen wäre, die Magazine mit Patronen neu zu bestücken. Unnötig zu sagen, dass alle Magazintaschen den Trupp auf eine Art und Weise belasteten, was seine Nützlichkeit in jeder anderen Rolle einschränkte und de facto dazu führte, dass sich die gesamte Truppe um das leichte Maschinengewehr bildete. Da sich eine solche Anzahl von Magazinen als unnötig groß erwies, wurde nach dem Winterkrieg die Gesamtzahl der Magazine, die für Lahti Salorantha M26 herausgegeben wurden, erheblich reduziert, was die Anzahl der bereits produzierten Magazintaschen für andere Zwecke freigab. Der andere Zweck, für den sie häufig verwendet wurden, war das Tragen aller Art von Kleinwaffenmunition und Handgranaten, für die Taschen ziemlich gut geeignet zu sein scheinen. Sie funktioniert mit allen Arten von anderen Magazinen für Kleinwaffen, obwohl es bei kleineren Magazinen etwas Glück ist, in welche Richtung sich das Magazin zufällig im Boden der Tasche befindet, sodass es nicht besonders schnell zu verwenden ist, besonders mit kleineren Magazinen. Die leere Magazintasche aus dicken Canvas wiegt etwa 550 bis 650 Gramm. Ja, und hier seht ihr das Exemplar. Ordentlich ausgeführte Karabiner. Leider fehlt ein Karabinerhaken, der hätte hier gesessen. Der fehlt leider. Das ganze Stück, was ich hier habe, ist doch ziemlich runtergerockt. Aber ich gehe davon aus, dass diese Tasche ordentlich benutzt worden ist. Und wie gesagt, die sind jetzt 90 Jahre alt. Markant ist wirklich, dass die einzelnen Löcher hier für diesen Gurt zum Verstellen alle schön vernietet sind. Also das ist alles richtig hochwertig verarbeitet worden. Die Ösen, dann die Schnallen, die waren hier auch nochmal vernietet. Hier ist das wohl nochmal richtig ins Stand gesetzt worden, feldmäßig. Man sieht auch überall, dass es gestopft worden ist. Die Tasche hat schon wohl einiges in ihrem Leben sehen müssen. Ganz interessant ist wirklich dieser Riemen, der hier umlaufend ist, mit dem die Tasche schmaler gestellt werden kann. Ja, und wenn man sich vorstellt, dass da jetzt wirklich 10 Magazine drin waren, konnte man das schön stramm stellen. So, und hier oben wurde die Tasche einfach mit diesem Riemen so zusammengenommen und ganz einfach so verschlossen. So sieht die andere Seite aus. Hier ist ein Karabiner zu sehen, hier der andere. Und eigentlich hätte hier auch noch einer gesessen. Und an diesen beiden Karabinern hätte man dann den Tragegurt einhaken können. Man hätte das aber auch seitlich mit diesen beiden Karabinern tragen können, je nach Belieben. Ganz interessant ist auch der Stempel hier oben. Und dann haben wir innen drin noch einen Stempel.
Ja, das war die Magazintasche für das Lati Saloranta M26 Maschinengewehr. Interessantes Teil, auch weil das Ding so runtergerockt ist. Da vorne, da ist noch ein riesen Loch. Ich glaube, da muss ich auch noch mal ein bisschen Hand anlegen und das wieder zumachen. Aber so wie die Machart von dem Gestopften überall ist, das fällt wahrscheinlich gar nicht so auf. Aber auf jeden Fall cooles Teil. Auch interessante Geschichte zu der Tasche. Weil wenn wir nie erfahren, was damit alles gemacht worden ist, man kann es sich nur denken. Ja, danke fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis demnächst hier in diesem Kino. Ich melde mich ab.